Spiegel geschaut und habe Verständnis für jeden, der mich nicht wiedererkennt. Ich bin der Manfred, ich habe hier früher gearbeitet, immer so zur Information. Ich werde auch nicht jedes Kind Gesicht wiedererkennen, das bin ich mir auch nicht übel zu nehmen. Und ich denke, wahrscheinlich putzen wir uns heute Abend sowieso alle, das wäre mein Vorschlag. Ja, 40 Jahre sind eine lange Zeit und ich muss sagen, ich bin immer wieder beeindruckt von dem, was Gunther geleistet hat. Dass er uns allen das Bohemia hier sozusagen geschenkt hat, als Ort, zu dem wir heute noch gerne gehen, das ist schon bemerkenswert genug, dass das Bohemia so gut gelaufen ist auch. Und was auch ganz toll ist, dass Gunther immer wieder ein Händchen hat, Nachfolger dafür zu gewinnen. Ich war gestern Abend hier mit zwei Freunden, der Laden war, wie man in Kassel sagen würde, bumsvoll, die Stimmung war gut. Und ich habe vorhin gehört, die Flaschen, die hier oben stehen, sind ein Teil dessen, was gestern Abend konsumiert wurde. Ein Teil. Das Schönste für mich war, ich bin durch den Garten gegangen und ich wurde freundlich angeschaut von den jungen Leuten. Das ist ja nicht selbstverständlich, also die Atmosphäre war sehr nett. Und vielleicht hat der ein oder andere den Mut, auch in Zukunft mal hierher zu kommen. Nasrat macht das wirklich prima. Und ihr wisst ja alle, der Gunther hat ja nicht nur das Restaurant, das Bohemia aufgebaut, sondern auch den Gutshof. Und ich finde, das ist auch aller Ehren wert, dass nach 27 Jahren so viel Sitzfläche mittlerweile es immer noch schwer ist, an bestimmten Tagen Tisch zu bekommen. Viele andere Gastronomen haben es leider nicht so lange ausgehalten. Gunther hat es geschafft und das ist aller Ehren wert. Danke, Manfred. Danke. Ja. Und dann haben Lastfahrt und ich uns noch was überlegt, weil Gunther trägt zu viel Karo. Das war nicht, wir waren der Meinung, Gunther trägt zu viel Karo. Deshalb würde ich Gunther jetzt gerne die Umkleide schicken. Und bitte dieses T-Shirt schon zu ziehen. Ja, alt werden, jung bleiben. Und wenn ich in die Runde schaue, habe ich das Gefühl, das ist allen hier gut gelungen. Und ich denke, das soll so bleiben. Und würde mich freuen, wenn wir darauf jetzt anstoßen und vor allem dem Gunther für die nächsten Jahre alles Gute wünschen. Dankeschön. Schöner gelungener Abend in Bohemia. Hier nochmal einige Bilder. In 1982, die Gründung von Bohemia, war ja auch die Documenta 7 in Kassel. Großes Thema Josef Beuys, der 5000 Basaltsteine vom Fridicianum ablud, sich die Leute so sehr in Kassel aufregten und die Politik. Und dann hat der Gunther Schmidt noch pinke Farbe gehabt und dann gab es eine Aktion und diese wurden pink angesprüht. Es war so eine Protestaktion, aber auch erfolgreich. Das gehört auch zur Geschichte von Gunther Schmidt. Liebe Grüße, die Doris.